Meinetwegen. Und schon bin ich über sein Limit. Nun. Da kannst du ihm gerade mal 5 Waffen verkaufen. Oh, Junge. Guck mal, das ist doch das Schwert, was ich hatte. Spalter. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Dann lasse ich ihn noch mal meinen Schwert reparieren. Ne, ich wollte mal gucken. Ja. Reparatur. Und zwar nur Waffen. Du reparierst nur meine Waffen. So. Gute Frage. Jetzt versuche ich dem Rüstungskerl noch was zu verkaufen. Und. Na, damit. Und dem Schneider. Und dann kann ich auch schon wieder zurück, weil die anderen haben bei weitem überhaupt nicht das Geld, irgendwas zu machen für mich. Gott sei mit. Übung, reparieren. Selbstverständlich. Ich möchte. Willst du nicht sehen? Ich denke. Gott sei mit dir. Ah, guck mal, man kann das danach sortieren. Boah. 1,8. Ah. Hätte ich vielleicht noch falschen sollen. Aber ich will ja eh verkaufen. Omas. Er hat 12.000. Mönchskutte. Das wäre nochmal witzig. Ah. Jetzt hätte ich gern den Dings geplündert. Den. Das Schlachtfeld. Und wäre zu dem gegangen. Der hat 12.000. Lässt sich was. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Keine Ahnung. Konstant Dinge besorgen und verkaufen. Hauptsächlich habe ich im Moment Rüstungen und so, die ich verkaufe, weil ich Leute abschlachte. Die Kumanen und Banditen und so. Schneider? Gott schütze. Warum geht der tapfere Schneiderlein raus? Erstmal handeln. Er hat 4.000. Okay. Ja. Ach, ich habe ja gar nichts mehr an. Jetzt habe ich ja nur noch Waffen. Wie werde ich die denn los? Ah, auf jeden Fall muss er mir noch reparieren. 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 Sprechen. Falschen wir ein wenig. Das war gar nicht so viel. Also, es ist
Theoretisch ist es gar nicht so kompliziert, das ganze Geld zusammenzubekommen. Das Problem ist halt, die Händler zu finden, die das Geld haben. Wie zum Beispiel der Waffenschmied, der hat nur 2000 Apples gehabt und der andere hatte jetzt die 16... 14 oder was hatte der? Also, der hat fast so viel wie ich. Deshalb, sag mal, du bist ein Auftraggeber, Alex. Gott segne dich. Wie behagt dir? Das wär... Weißt du was wirklich? Was weiß ich? Wie geht es euch? Könnte besser sein. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Razzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Lebe wohl. Ja. Wo hab ich denn jetzt die mal... Ja. Die Leute haben mich überfallen und so. Klar, ich hab ein bisschen was vom... durch Fleisch bekommen, was ich verkauft hab, aber... Ansonsten immer wieder Sachen gefunden, geklaut und verkauft. Also, das ist dann Grundsache. Ja, schon, der hat nur 200. Ach. Die Ohren. Die habe ich. Ich weiß wo. Aber ich glaube. Achso, Questgegenstände geht ja gar nicht. Ich glaube, ich habe die gerade noch dabei. Da, Ohren. Die gibt man ab bei dem, warte, war das bei dem? Ich glaube, bei dem Kerl am Übungsplatz hier. Ich glaube, bei dem gibt man die ab. Man bekommt ein gutes Stück Geld dafür. Jetzt nicht übermäßig, aber man bekommt ein Stück Geld dafür. Schon nicht verkehrt. Mal gucken, ob der jetzt mehr als 50 Gold hat, wie bei unserem letzten zwei Besuchen. Weil dann werde ich nicht mehr zu dem gehen. 180, das heißt... er... Guck mal her. Lass uns über den. Hier. So, gebe ich dir mal ein bisschen ab. Ansonsten könnte ich dir noch. Ich bin ja schon erstaunt, dass ich so viel Gewicht losgeworden bin. Das meiste waren wahrscheinlich die Klamotten tatsächlich. Ich war gespannt. Ich kann noch zum Schuster gehen und versuchen, dem was zu verkaufen. Ah, der hat nur Kleidung.
Aus dem kann man nur Kleidung verkaufen, wenn überhaupt. Naja, was soll's. Mal gespannt, ob er das nächste Turnier ist. Muss ja ein paar Wochen warten. Gott segne dich. Übung. Was ist Herr Hahn? Damit. Übung, Bogen. Selbstverständlich. Ich will ein Meisterstufe. 1,6. Arsch. Nein, 1,4,5. Das ist zu wild. Geh ich nicht auf. Einverstanden. Hör gut zu. 10 mehr. 10 mehr waren's. Neue Stufe erreicht, Bogen. Wunderbar. Allerdings wollte ich noch mit dir handeln. So, irgendwas für 70, ja? Im Bereich 70. Das war schon zu viel. Aber hey, es wird immer leichter, was ich mit mir rumschleppe. Der Schmied oben noch. Ha! Ich wusste es doch, wir haben ja noch einen Schmied hier. Den kann man auch noch was verkaufen. Dann kann ich gucken, ob ich nochmal mit dem Kerl da kämpfe. Das wäre nochmal was, wo ich verkaufen. Der hat 5, leck mich doch. Wollte ich nochmal gucken, fair. Auch noch. Ich hab den Schneider und den Rüstungsmeister ausgezogen. Nee, gar nicht. Den Rüstungsheini habe ich noch gar nicht. Der hatte doch das viele Geld. Der Waffenkerl hatte so wenig. Das ist gut, dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich dem auf jeden Fall jetzt die Hosen ausziehen. Oder zumindest ein bisschen, weil ich habe kein Zeug für... Wie viel hat er noch übrig? Ich habe keine Ahnung. Komischer Händler ohne Geld. Naja. Pferd hat nämlich noch Klamotten. Das ist gut. Auf jeden Fall mein Pferd leichter. Und zwar... Alles Gute. 9000 hat er noch. Verkaufen, Rüstung. 500 für die. 260 für einen, der beschädigt ist. Das ist der Hammer. 400 für verzierte schwarze Beinlinge. Das ist so lächerlich. 3. Wie viel ist denn das? 2, 4, 6, 8. 11 Gegenstände und ich bekomme 3100 dafür. Das ist der Hammer. Sprechen wir den mal 3, 4. Endlich eine 300 draufgeschlagen, kein Problem, machen wir.
Naja. Gute Nachbarn. Du bist Schmied, warum bist du nicht eingezeichnet? Wer bist du? Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Alles Gute! Handwerker. Er ist ein Schmied. Der macht die Sachen für... Ich noch selber mal. Sehr schwer und sie ist nicht als zu schwer markiert. Das ist interessant. Jetzt bin ich nicht mal gespannt, was hier drin ist. Was? Nervensäge. Warum? Warum ist hier so ein großes Haus? Mal dürfte hier gar keine Tür mehr sein. Oder haben sie das Haus irgendwie in die Länge gezogen? Nee, eigentlich auch nicht. Okay. Ich hab... immer noch... so viele Waffen. Es ist nicht mehr ein Morgenstern. Sehr interessant. Einen einzelnen Pfeil hatte ich gerade abgelegt, ja. Hackpfeile. Oh nein! Das Spiel ist abgestürzt. So Sachen sind echt ärgerlich, weil ich weiß jetzt nicht, wo ich... Ah, oh, vor meiner ganzen Verkauferei, ne? Gott verdammt. Sag mal. Ach, jetzt muss er erst synchronisieren, oder? Ja, das ist schon okay. Tja. Da ist es. Da ist es, was ich brauche. Na ja, komm, lade endlich. Das ist nur das Hauptmenü. Ja, ja. Ist mir schon mal an der recht ungünstigen Stelle passiert. Auch länger nicht gespeichert. Aber gut, ich weiß ja jetzt, dass der Rüstungskerl viel hat und... ja. So, Waffen. Da brauche ich, glaube nur das, Rüstung kann ich alles mitnehmen. Noch bin ich relativ schnell. Dann packe ich meinen Bogen mal weg, nicht dass es Ärger gibt. Und dann klapper ich die Dings ab, den... Waffenheini, deswegen habe ich nicht so viel mitgenommen. Er wird recht wenig haben. Und dann brauche ich auch nicht krampfhaft versuchen, meine Waffen irgendwo zu verkaufen. Weil die haben eh nicht genug Kohle, um wirklich mehr als zwei oder drei billige Waffen zu kaufen. Also.
Dann lasse ich auch das Schleifen diesmal weg. Oh, ich kann noch mal gucken, ob ich ein besonders schlechtes dabei habe. 55. Genau, machen wir das 55 mal auf ein paar 90. Willkommen, Heinrich. Damit wir einfach mal da was gelernt haben und den Preis verbessern. Auch wenn es den mit seinem wenigen Geld wahrscheinlich nicht interessiert. Okay, müssen wir noch da die Scharten rausholen. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. So. Das Handeln. Verkaufen, Waffen. $1,500. $1,500. Hätte ich es nicht geschliffen? Hier. Danke. Tausend Dank. Oh, das ist Trinkgeld, wenn man so will. Interessant, dass man das dann als Trinkgeld verkaufen kann. Oh, ich muss noch reparieren. Ganz vergessen. Mach ich aber, nachdem ich hier den um ein paar tausend erleichtert hab. Grüß dich. Das Handeln. Verkaufen. Vielleicht habe ich Glück und er nimmt die Dings an. Weil's so. Ist ein guter Kunde bin, keine Ahnung. 3, 9, 2. Ups. Oh, diesmal hat er nur 10, was? Ich ziehe ihm 6000 ab. Wenn er sich jetzt nicht beschwert wegen dem. Tut er nicht, okay. Reparieren. Alles Gute. Ach stimmt, ich hatte dem vorher schon die Kohle gegeben. In Ordnung. Sich mittlerweile so weit drücken lassen, ist echt der Hammer. Ich muss der mir noch mein Schwert reparieren. Ja. Und der Schneider noch einmal. Wenn er nicht gleich wieder einen Abflug probt. Gut.
Mal gucken. Alles sauber, theoretisch. Fast. Was ist mit meinen Rüstung? Kurz den Beinen. Alles 100%. Na dann. Okay. Mit ihm hatte ich geredet. Alles hab Dank. Auf bald. Kommt, liebe Leute. Achso, zum Apotheker muss ich auch noch. Ganz vergessen. Ich habe alles ausgerichtet. Gut. Triff ich den Apotheker an der Kreuzung. Okay. Oh, er ist nicht da. Schade, ich dachte, ich könnte wieder mit ihm trainieren. Ja. Na gut, dann lass uns mal gucken. Wir hätten noch A zu erledigen. Ja. Mal hier irgendwie durch. Oder lang, oder nicht. Ich kann, okay. Ach, das ist ja hier wieder, okay. Hier eine abgestürzte Karren, ein Unfallort entdeckt, interessiert mich aber weniger. Okay. Geht's Richtung A? Neue Ausrüstung besorgen, neues Material oder neue Ball. Grundsätzlich neue Ware besorgen. Meine Rüstung ist komplett. Ich bin auch gesund. Total. Dann würde ich doch mal sagen, wenn es nicht zu viel ist, dann gehe ich in den Schwertkampf. Einfach um da ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Ansonsten versuche ich die erstmal. Was ist das? Ein Gebiet? Okay. Vermutlich in der Höhle da. Obwohl, lass mich direkt mit dem Schwert hier rumlaufen. Hör doch was. Da ist ein Karren. Hey, wer ist da? Alarm! Okay. Zu den Waffen! Hier rüber! Bin ich sonderlich scharf drauf, den umzubringen, weil ich herausfinden will, wo die sind. Auf jeden Fall nochmal ein ganz Stück in den Wald. Der Wald hier ist auch groß, tatsächlich. Pattaya Wälder. Oh, hier ist Blut. Und eine Leiche. Wo ist der Alarmkerl hin? Verdammt.